Hallo und willkommen zum Platzreiferkurs. In diesem Video wirst du lernen, für die Platzreife, wie du den Schlag, den Chipschlag so ausführst, mit viel Rollen. Und, das ist auch notwendig zu wissen, weil manchmal gibt es einen Bunker zwischen Ball und Fahne. Du wirst auch lernen, wie man den Ball höher an die Fahne spielt. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil des Kurses. In diesem Video wirst du alles lernen, was in einem Platzreiferkurs stattfindet. Ich werde dich ganz genau für die Prüfung vorbereiten. Alles, was in diesem Video gezeigt wird, wird in unserem Platzreiferkurs hier im Golfclub Lützburg gemacht mit den Schülern. So, vielleicht hast du Lust, den Kurs hier mit uns zu tun. Ja, ich würde mich super freuen, wenn du hier kommen würdest. Aber wenn du den Kurs woanders machen möchtest, ist das einfach eine super Vorbereitung für das, was kommt. Ich werde alle Bereiche des Spiels ansprechen. So, freue mich, dass du dabei bist. Ich denke, wir sollten loslegen. Herzlich willkommen auf dem Putting Grün. Ich möchte dir jetzt den Griff, die Haltung zeigen und ich werde dir Tipps geben, damit du viele kurze Putts einlochen kannst. Kurze Putts einzulochen ist, zu können, ist wichtig, weil man im Schnitt, wenn es geht, mit zwei Putts einlochen möchte. Das heißt, der Ball liegt auf dem Grün, man macht einen Annäherungsputt, ich mache es einmal vor. Hier habe ich einen schönen Back-up 7 Meter Putt. Die Grüns hier in Lützburg sind wirklich glatt, so ich möchte den Ball nur antippen. Denn mein Ziel ist jetzt nicht unbedingt einzulochen. Es wäre schön, wenn dieser Ball ins Loch ginge. Aber den ersten Putt habe ich so gemacht, der ist nah genug, dass ich relativ leicht den zweiten lochen kann. Nur wenn du das kannst, dann bist du besser als der Durchschnittsanfänger. Reden wir kurz über den Putter. Was wichtig zu wissen ist, dass der Putter kaum Loft hat. Also die Neigung hier ist sehr gerade. Das hat ein bisschen mehr als 2-3 Grad Loft. Das heißt, der Ball wird gleich rollen. Und die meisten Putter haben einen Strich. Das ist ganz wichtig, weil wo dieser Strich ist, da muss der Ball getroffen werden und angesprochen werden. Das ist der sogenannte Sweet Spot des Putters. Wenn ich den Ball nicht mit dem Sweet Spot treffe, sondern mit der Spitze oder mit der Hacke, dann rollt der Ball nach rechts oder nach links und der Ball verliert Länge. Es ist wirklich wichtig, dass du versuchst, den Ball hier in der Mitte zu treffen, da wo dieser Strich ist. Dieser Strich ist auch für die Ausrichtung sehr hilfreich. Okay, so. Man muss den Schläger irgendwie greifen, den Putter. Und mach das bitte auf folgende Art und Weise. Halte bitte den Schläger in der rechten Hand. Die Spitze des Putters zeigt genau zu dir. Und jetzt, im Gegensatz zum anderen Griff, für das lange Spiel, leg jetzt den Putter in die Handfläche rein. Also nicht in die Finger, sondern in die Handfläche. Und das sieht so aus. Dann mach die Hand zu und leg den Daumen oben auf dem flachen Teil. Du wirst merken, dass der Putter nicht rundförmig ist. Der ist ein bisschen eckig und oben ist platt und da kommt der Daumen. Jetzt den Zeigefinger vom Putter entfernen. Die andere Hand muss eben noch hier oben sein, Entschuldigung.
jetzt die Hand runterrutschen, so weit wie es geht, so die Hände, dass die Hände richtig dicht beieinander sind, dann leg mal bitte diesen Zeigefinger auf den anderen Fingern drauf. Der rechte Daumen zeigt auch auf 12 Uhr und das ist der Patte-Griff. Nur wenn du die mit diesem Griff ein paar Pendelbewegungen machst, wirst du sofort spüren, dass die Hände fest sind. Dass es schwierig ist, die Hände ja einzusetzen. Und das ist super. Okay, noch einmal. In die Handfläche, Daumen oben, andere Hand runterrutschen, Zeigefinger oben drauf. Beide Daumen zeigen auf 12 Uhr und du hast den Patte-Griff. So, jetzt, wie sollte man stehen? Es gibt viele verschiedene Methoden und das macht Patten eigentlich auch schön, dass du nicht unbedingt den Schläger so greifen solltest, wie ich das jetzt dir erklärt habe, aber ich schlage stark vor, dass du das tust, weil die Hände so ruhiger bleiben. Aber wenn du den Patte so halten möchtest und du es schaffst, die Bälle so einzulochen, bitteschön, du kannst es gerne tun. Aber erstmal habe ich gleich danach etwas Rückenschmerzen und zweitens, ich finde folgende Art und Weise zu stehen am besten. Die Füße bitte etwas enger als die Schulter. Guck mal, dass beide Füße gerade sind. Wir wollen nicht so stehen. Und dann brauchst du einen Ball. Und was du tun solltest, ist, bück dich ganz leicht nach vorne, aus der Hüfte heraus bitte, wenn es geht. Und dann halte einfach einen Ball unter deinen Augen. Wenn du weißt, welches Auge dein dominantes Auge ist, dann halt den Ball unter dieses Auge. Aber es ist kein Problem, wenn du den Ball genau zwischen den Augen hältst und dann lass diesen Ball fallen. Da, wo der Ball gelandet ist, das ist genau, wo deine Augen sind. Und es ist gut, wenn du pattest, dass du deine Augen über den Ball hast. Du hast dann bessere Chancen, die Puttlinie zu sehen von da. Du kannst dann sehen, ob dein Schläger richtig ausgerichtet ist oder nicht. Und jetzt setze ich den Schläger auf den Boden hinter dem Ball und ich richte jetzt den Schläger zum Loch aus, dass die Linie und Schlägerblatt einen Rechtwinkel bildet. Nur es ist wichtig zu wissen, ob es Gefälle gibt oder nicht. Nur ich weiß, dass es hier leicht Gefälle nach rechts gibt. So ich muss mich auf die linke Kante vom Loch ausrichten. Ich gucke, dass mein Blatt zu diesem Punkt zeigt. Mein Ball liegt unter meinen Augen. Und ich werde jetzt zu dem Punkt schwingen. Aber wie sieht die Patt-Technik aus? Ich möchte, dass du deine Füße als Anhaltspunkte verwendest. So, wenn ich meinen Rückschwung mache, und ich rede jetzt über alle Putts, die unter 3 Meter Entfernung sind, dann versuche ich immer, Maximum bis zum rechten Fuß auszuholen. Ich bin Rechtshänder, also Maximum bis zum hinteren Fuß. Das ist zu weit, weil wenn ich zu weit aushole, muss ich bremsen. Wenn ich bremse, ist es schwierig, das Blatt gerade zu halten. So, ich versuche dann den Putt so zu machen. Und wie du siehst, mein Rückschwung war 1/3 des Weges und mein Durchschwung war 2/3 des Weges. Und so beschleunige ich leicht durch den Ball. Und wenn ich wenig aushole, kann ich wenig verkehrt machen. Okay, und von den Händen hier, du merkst, dass meine Hände ganz, ganz ruhig bleiben. Am Anfang macht man das gerne. Man sollte die Hände nicht steif haben, aber bitte so still wie möglich. Was ich meinen Schülern immer zeige, ist das hier. Ich lasse sie den Stand einnehmen. Das kannst du gerne jetzt gleich tun. Du brauchst keinen Patte. Hände zusammen. Jetzt
Fang an mit dieser Pendelbewegung. Und wenn ich Pendelbewegung sage, dann meine ich das. So vom Gefühl her gar keine Beschleunigung. Hin und her so gleichmäßig wie möglich von der Geschwindigkeit her. Und wenn ich das tue und meine Hände bleiben ruhig, merke ich, dass ich meine Schulter sehr viel bewegen sollte. Also beim Putten möchtest du nicht so die Schulter drehen, sondern eher eine Schaukelbewegung. Aber bitte achte darauf, dass dein Kopf dabei still bleibt. Wir möchten nicht uns zu viel im Kopfbereich bewegen. Okay, so sieht die Technik aus. Ich werde versuchen, den Ball genau am Sweet Spot zu treffen. Ich werde meinen Kopf so still wie möglich lassen. Ich mache jetzt einen ganz kurzen Rückschwung und schwinge etwas weiter durch. Ich ziele etwas nach links und mit Gefühl loche ich den Ball ein. Üb das bitte für mindestens eine halbe Stunde. Und ich habe eine ganz tolle Übung für dich. Das solltest du auf jeden Fall machen, bevor du die lange Putts tust. Und es sieht so aus, leg bitte 5 Bälle hin und versuch, diese 5 Bälle einzulochen. Und das Tolle bei dieser Übung ist, dass ich nicht weit ausholen kann. Ich bin gezwungen, mit wenig Rückschwung auszuholen oder letztlich schwer. Das geht um jetzt ganz viel Geld. Oh, ich habe den nicht reingekriegt. Vielleicht schaffst du alle 5. Okay, das ist eine wirklich gute Übung. Üb diese kurze Putts, weil wenn du weißt, dass du innerhalb dieser Entfernung vom Loch immer einlochst, dann wenn du einen langen Putt machst, und wie gesagt, man möchte mit 2 Putts ins Loch, dann brauchst du nicht unbedingt, dann ist das Ziel plötzlich viel, viel größer. Mein Ziel ist jetzt, den Ball nur innerhalb dieses Kreises zu bekommen, wenn ich das könnte. Und dann ist der zweite Putt viel einfacher. Okay, so das waren die kurzen Putts. Bitte mindestens eine halbe Stunde und dann gehen wir zu den langen Putts. Wenn du einen langen Putt vor dir hast, möchte ich, dass du an eine Pendelbewegung denkst. Nicht nur ist die Schwunggeschwindigkeit immer gleich, aber die Schwunglänge ist auch gleich. So bei den kurzen Putts habe ich dir gesagt, versuch mal kurz auszuholen und lang durchzuschwingen. Das habe ich gesagt, weil wenn du wenig ausholst, kannst du wenig verkehrt machen. Bei den kurzen Putts muss man einlochen. 2 Meter und weniger. Das ist zumindest das Ziel. Aber bei den längeren Putts ist es wirklich eher die Ausnahme, wenn man von hier entfernt. Egal, ob man Amateur oder Profi ist. Die Pros würden die Mehrheit diese Entfernung, das sind ungefähr 4 Meter, nicht lochen. Da braucht man nur die Statistik zu sehen auf den verschiedenen Profitouren. Und das ist in 4 Meter. Ich werde auch ein 8 Meter Putt machen und da ist die Treffquote ganz, ganz gering. Ja, wenn überhaupt um die 10%. So, wenn ich jetzt weiß, dass ich nicht unbedingt von hier lochen sollte, die Profis schaffen es nicht, dann ist es viel besser, konservativ zu putten und an Länge zu denken und wirklich zu gucken, dass wenn der Ball nicht ins Loch rollt, dass er in der Nähe des Lochs zur Ruhe kommt. Mein Ziel ist es, dass der Ball mit der letzten Umdrehung ins Loch fällt. Okay? Die 2 Putts sind so nah am Loch, ich werde natürlich den nächsten einlochen. So wie ich gesagt habe, wenn du an das Pendeln denkst und so schwingst, das heißt Rückschwung und Durchschwung haben eine gleich lange Länge und die Schwunggeschwindigkeit bleibt gleich, ich denke, so wirst du besser dosieren können, statt wenn du kurz ausholst und schlägst. Man möchte auf gar keinen Fall, dass der Ball springt, nachdem man ihn
getroffen hat. Man möchte, dass er gleich rollt. Ich mache das auch hier. Break war ein bisschen von links nach rechts. Und ich denke wirklich gleich. Ganz ruhig zurück und durch. Und wenn du diese Methode verwendest, wirst du überrascht sein, wie oft du einlochst. Komm, das wäre gut, wenn ich jetzt ins Loch gehe. Nein, heute ist nicht mein Tag. Okay, so, das sind die langen Putts. Mach bitte mindestens eine halbe Stunde lange Putten bei deiner nächsten Trainingseinheit. Und denk bitte nur an Pendeln. Und es gibt mehrere Grüns auf den Putting-Grün. Die sind oft nummeriert. Patte als erstes auf Loch Nummer 1. Versuch den Ball so nah wie möglich ans Loch zu spielen. Und dann versuch mal mit dem zweiten Putt einzulochen. So, wenn dein Putting-Grün 9 Löcher hat und du hast gar keine Putting-Erfahrung, würde ich das toll finden, wenn du 3 von 9 Mal schaffst, mit 2 Putts ins Loch zu kommen. Vielleicht schaffst du 5 oder 4 Löcher von 9 oder sogar besser. Das wäre klasse. Aber das ist wirklich nicht einfach, weil man erstmal an die Länge bei den langen Putts denken muss. Und dann muss man diese kurze Zitterputts auch reinbekommen. Ist nicht so einfach. Und ich schlage vor, dass du es nicht alleine machst, sondern mit einem Gegner und einer Gegnerin. Man merkt sehr schnell, dass beim Golfen hat man Gegner oder Gegnerinnen. Und ja, es ist ein bisschen Wettkampf. Aber das macht es noch interessanter. Man kann natürlich auch alleine üben und alleine spielen nach Platzreife. Aber ich finde, wenn man es übt, unter Druck gut zu spielen, dann macht man noch schneller Fortschritte. Okay, so das war das Putten. Das, was ich dir gezeigt habe, jetzt wird absolut ausreichen, wenn du es jetzt mehrmals trainierst bis zu deiner Prüfung. Meine Kollegen Stefan Scherholz und Joachim Sang und ich werden den Platzreife-Kurs durchführen. Stefan, was ist das Besondere, das wirklich Besondere an unserem Kurs? Also das Besondere an diesem Kurs ist definitiv, dass der Kurs eine Mitgliedschaft für ein Jahr im Golfclub Lütesburg beinhaltet. Ein ganzes Jahr? Ja, mit DGV-Ausweis. Und Joachim, was würdest du jemandem sagen, der mit dem Golfspielen anfangen möchte? Golfen ist eine Faszination und eine Leidenschaft. Und ich und wir alle würden uns wahnsinnig freuen, euch hier diese Leidenschaft weitergeben zu können. Bis bald. Ciao. So, jetzt liegt mein Ball nicht mehr auf dem Grün, sondern auf dem Vorgrün. Könnte man von hier putten? Auf jeden Fall. Es gibt aber ein Aber. Das ging alles gut, aber der Ball ist etwas zu kurz, weil dieses etwas längere Gras auf dem Vorgrün bremst natürlich den Ball. So, den Putter kann man ja verwenden, aber es gibt wirklich Situationen, wo das Gras einfach zu lang ist, wo die Strecke bis zum Grün zu weit ist und es ist besser, wenn du den Ball chippen würdest. Und in dieser Stunde geht es um Chippen. So, wie sieht der Stand aus, die Technik und welche Schläge ist der beste Schläger für diesen Schlag? So, ich habe ein Eisen 9 in der Hand. Und ich schlage wirklich vor, dass du auch einen 9 verwendest. Das ist ganz gut für diese kurzen Dinge ums Grün herum. Es ist meiner Meinung nach auch sehr wichtig, dass du nur mit 9 arbeitest. Alles, was ums Grün herum ist, wo du den Ball nicht hochspielen musst, mach das mit deinem Eisen 9. Du kannst später verschiedene Schläge verwenden, aber jetzt, also für die Vorbereitung, für die Platzreife, ist es besser, wenn du nur mit einem Schläger arbeitest. Okay, so, die Technik ist so, wenn du dir vorstellst, dass deine Uhr hinter mir ist, ist es ein ganz kleiner 7 Uhr, 5 Uhr Schwung
oder vielleicht 8 Uhr, 4 Uhr. Du musst deine Länge finden. Und dann ist es wichtig, dass du diese Länge die ganze Zeit verwendest und dann für verschiedene Entfernungen einfach die Geschwindigkeit ändern, je nachdem, wie weit du möchtest. Und wenn du jetzt meinen Griff anschaust, wirst du was sehen, was sehr ähnlich zum Putten ist. Ja, hier haben wir den Putter-Griff. Dieser Griff ist gut für Chippen, weil auch beim Chippen möchte man die Hände ruhig lassen. Okay, so greif bitte ruhig den Schläger wie beim Putten. Noch einmal, man hält den Schläger in der rechten Hand, man legt den Schläger in die Handfläche der linken Hand rein. Daumen kommt oben drauf, die andere Hand runterrutschen und Kleinfinger, den legen wir oben drauf auf die rechte Finger. Beide Daumen zeigen auf 12 Uhr und der Schläger liegt schön in der Handfläche. So, das ist der Puttergriff und ich schlage vor, du benutzt es auch für das Chippen. So, ich möchte wie beim Putten sehr nah am Ball stehen. Augen über den Ball und wenn ich den Schläger oben hätte, müsste ich meine Arme krumm haben. So ruhig mal tiefer greifen, damit die Arme schön lang sein können, damit wir wieder dieses Dreieck vom Putten haben. Und das möchten wir dann während des gesamten Chippes beibehalten. Beim Chippen, im Gegensatz zum Putten, berühre ich den Boden. Ich versuche sogar, den Boden zu streicheln. Ich weiß, wenn ich den Boden streichle, dann wird der Ball ein bisschen fliegen. Und dann noch ein Punkt. Es ist wichtig, dass du den Ball in der Abwärtsbewegung triffst. Also bitte nicht versuchen, den Ball zu heben, etwas nach unten schwingen. Der Loft des Schläges, diese 30 Grad circa, wird dafür sorgen, dass der Ball hochfliegt. Du musst ein bisschen nach unten schwingen. Und wenn du so nah am Ball stehst und den Schläger so tief greifst, wird der Schaft auch relativ aufrecht sein und du wirst merken, dass die Spitze des Blattes eher den Boden berührt. Guck mal bitte, dass die untere Kante des Schläges zum Ziel zeigt und dass deine Füße schön rechtwinklig sind. Ich stehe mit meinen Füßen recht eng zusammen und ich denke eigentlich jetzt putten. Ich möchte den Ball nicht hochheben und ich denke jetzt fast ausschließlich an Bodenstreicheln und dosieren. Und versucht bitte immer die Endposition beizubehalten. Und bei der Endposition sieht man, dass ich so bin und nicht so. So, das ist das Chippen. So, jetzt möchten wir mit unserer gelernten Chip-Bewegung etwas, was viele schwierig finden, trainieren und versuchen, aber das wird nicht so schwierig sein. Wir werden jetzt einen Schlag machen über den Bunker da. Ungefähr 20 Meter wird es sein auf diese Fahne. Und wir werden die Chip-Technik dafür verwenden, aber mit einem anderen Schläger. So, nachdem du hier deine Standardchips geübt hast, nimm mal bitte dein Sandwich und lass uns jetzt ein bisschen Spaß haben. So, mit dem Bunker zwischen mir und der Fahne muss ich den Ball höher bekommen. Wie gesagt, ich nehme jetzt mein Sandwich und werde aber weiter chippen. Aber statt 8 Uhr, 4 Uhr, werde ich 9 Uhr, 3 Uhr machen. Aber mit einem ganz weichen Griff, ich halte den Schläger nicht fest, mache ich genau das gleiche wie vorhin, mit vielleicht etwas mehr Schwung. Oh, das war ein bisschen zu doll. Ist besser.
Den kann ich noch näher bekommen. Stoppball. Oh, meine Bälle wollen nicht stoppen. Ist besser. So wie du siehst, nicht alle Bälle waren ganz dicht an die Fahne. Die Fahne ist aber ziemlich kurz gesteckt und die Grüns hier sind in Lüttesburg sind schnell. Schau mal, da habe ich schon eine Ausrede gemacht. Wir Golfer kennen sowas so, so gut. Aber ja, ich muss es einfach besser, oder? So, ich mache es nur einmal. 9 Uhr, 3 Uhr. Und genau wie da, ich versuche den Boden wieder zu treffen. Der Ball liegt übrigens in der Mitte der Füße. Ich versuche bewusst den Boden zu streicheln. Ballposition, wie gesagt, mittig. Du kannst auch den Ball etwas weiter vorne spielen und so wird der Ball höher fliegen. Der Schlag ist schwieriger. Oder wenn der Boden etwas matschig oder sandig oder wenn das Gras ein bisschen länger ist, kannst du den Ball etwas oder solltest eigentlich den Ball etwas mehr hinten spielen, damit du erst den Ball und dann den Boden triffst. Aber ansonsten spiel einfach den Ball langweilig in der Mitte der Füße. Du behältst deine Arme lang, stehst immer noch recht nah am Ball. Du brauchst hier mit dem Sandwich den Schläger nicht so kurz zu greifen, weil das Sandwich ein kürzerer Schläger ist als das 9, als Eisen 9. Okay, noch einmal. 9 Uhr, 3 Uhr. Und dieses 9 Uhr, 3 Uhr ist mein Gefühl. Es kann sein, dass ich ein bisschen davon abweiche. So, das ist ein ganz wichtiger Schlag, weil oft muss man so ein kleines Ding machen, wo man irgendwas dazwischen hat, der Ball muss hoch und dann ist man gezwungen, mit seinem Sandwich zu spielen. Und das Sandwich ist, viele haben Angst vor diesem Schläger, er ist aber dein Freund, weil der Loft mit dem ganz groß ist. Die meisten Sandwiches haben 56 Grad Loft und so fliegt der Ball automatisch hoch, wenn ich mich traue, und das ist jetzt wichtig, nach unten zu schwingen. Als ich die Bälle jetzt gechippt habe, habe ich nicht einmal das getan oder dies getan. Ich habe nach unten geschwungen und mein Gewicht verlagert. Die Arme sind lang und Schaft und Arme bilden jetzt eine gerade Linie. Das ist wirklich wichtig, dass du immer nach unten schwingst und in diese Position kommst. Schau bitte, wo mein Gewicht ist. Mein Gewicht ist vorne und mein Bauch zeigt auch etwas zum Ziel. Ich habe ein Video vor kurzem hochgeladen und da spreche ich über ein System für das kurze Spiel, für alles innerhalb 30 Meter. So, falls du Interesse hast, das anzuschauen, auf diesen Link bitte klicken. Okay, halbe Stunde über den Bunker jetzt üben und nachdem du das gemacht hast, kannst du putten jetzt viel besser. Und du weißt jetzt auch, wie du diese wichtige kleine Annäherungsschläge aufs Grün umsetzen solltest. Es geht mit dem langen Spiel los. Nun, damit du nicht nur in deine Prüfung den Ball gerade und weit genug schlägst, damit du in deine ganze Golfzukunft richtig schnell Fortschritte machen kannst, ist es wichtig, dass Griff, Haltung, Ballposition, Wirbelsäulewinkel, solche Dinge stimmen. Wahrscheinlich ist das, was du jetzt siehst, deine wichtigste Lektüre deiner Golfkarriere. Schau bitte ganz genau hin, was ich jetzt sage und versuche es so viel wie möglich zu wiederholen. Das Gute ist, das kann man jetzt zu Hause tun. Du brauchst keinen Ball dafür. Nur einen Schläger und genügend Platz und keine Haustiere oder Kinder, die rumlaufen. Okay, so. Als erstes bitte ein Tee verwenden. Nur ein Tipp für das Aufziehen. Manchmal sind die Böden sehr hart. So halt den Ball so in der Hand und das Tee kommt zwischen den Fingern. Und so kann man den Ball ohne Mühe auch in harten Boden stecken. Also das Tee in den harten Boden stecken. So, wie hoch sollte man aufziehen allgemein? Wenn man mit Eisen schlägt,
müsste man schauen, dass der Ball eine Fingerbreite vom Boden liegt. Okay? Diese Höhe stimmt. Nachher, wenn du den dicken Driver verwendest oder die Hölzer, dann muss der Ball höher aufgetiet. Aber das ist erstmal ganz gut. So, wir fangen jetzt mit dem Griff für das lange Spiel an. Bitte, fang mit deinem Eisen 7 an. Mach die ersten Schläge damit. Mit dem Eisen 7 fliegt der Ball hoch genug und weit genug. Ideal für die ersten Schläge. Alright, so, halt bitte den Schläger in der rechten Hand. Die Spitze des Schläges muss genau zu dir zeigen. Und jetzt liegt der Schläger, und das ist jetzt wichtig, ganz anders zum Putten. Der Schläger geht in die Finger rein und nicht in die Handfläche. Es kann sein, dass deine Hand nicht sehr groß ist. Dann ist das schwierig, aber bemühe dich trotzdem wirklich Anfang der Finger, dass der Schläger da reingeht. Von da schließ mal die Finger und die Hand. Und wenn ich jetzt meine Hand schließe, mein Daumen muss irgendwo hin, der Daumen zeigt jetzt auf 13 Uhr, so etwas nach rechts. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Check. Man muss in der Lage sein, den Schläger so zu halten und dann nur mit einem Finger, nur mit dem Zeigefinger zu halten. Das ist jetzt bei mir locker möglich, weil der Schläger unter dem Handballen vom Kleinfinger liegt. Wenn du schon ein paar Bälle geschlagen hast und du ein Loch da siehst am Handballen, dann heißt es, dass du den Schläger zu sehr in der Handfläche gehalten hast. Okay, so der Griff muss unter dem Handballen liegen. Und wenn du das kannst, greifst du sehr gut. Die linke Hand ist sehr wichtig beim Greifen. Jetzt bitte die andere Hand runterrutschen. Und soweit wie es geht. Und jetzt gibt es mehrere Methoden. Entweder tust du das, was ich tue. Ich verhake meinen kleinen Finger und Zeigefinger. Oder du legst deinen kleinen Finger oben drauf, dazwischen. Oder wenn das alles zu viel für dich ist, greif den Schläger einfach mit den Händen ganz nah zusammen, mit allen Fingern auf dem Griff. Hier oben links ist ein Link zu einem Video über Griff. Schau es dir bitte an. So, wenn ich die Hand zuschließe, verschwindet der linke Daumen. Und wenn ich von oben schaue, möchte ich ein, zwei Knöchel der linken Hand sehen und ein Knöchel der rechten Hand. Was mir auch hilft, ist zu schauen, wohin diese Faust zwischen Daumen und Zeigefinger zeigen. Und die Faust sollten möglichst auf die rechte Schulter zeigen. Das bitte ist nur Standard. Es kann sein, dass du einen Hook spielst und den Ball nach links schlägst, dann wirst du den etwas anders greifen müssen. Aber am Anfang den Schläger so zu greifen, den Schläger mehr in den Fingern zu halten, damit kannst du erstmal gut schlagen. Ich sage immer meinen Schülern, dreh die Hände bis nach innen und dann stimmt der Griff. Du solltest deinen Namen malen können mit den Händen und so merkst du, dass die Hände schöner eine Einheit sind. Okay, so das ist der Griff. Üb das bitte immer wieder, auch zu Hause. Jetzt der Stand. Streck die Arme nach vorne aus. Die Füße sollten Schulterbreite sein. Jetzt bück dich und verwende bitte dein Hüftgelenk hierfür nach vorne, bis die Hände auf Hüfthöhe sind. Jetzt bitte die Arme runterlassen, bis der Schläger auf dem Boden liegt. Jetzt passt der Abstand. Eine Sache fehlt noch, meine Beine sind zu gerade. So, ich werde jetzt meine Knie beugen und meinen Körper nach unten bewegen. Es ist wichtig, dass meine gebückte Haltung bleibt. Ich möchte nicht so sitzen. Okay, Oberkörperwinkel bleibt. Versuche mal einen geraden Rücken zu bekommen, so gerade wie möglich. Mein Rücken ist auch nicht so ganz gerade. Bauchnabel reinziehen hilft, wenn du Hohlkreuz hast. Und für Rundrücken Schulter zurück. Okay, das ist die Haltung. Und so, das ist der Abstand zum Ball. Ich möchte gucken, dass das Gewicht vorne und hinten, also Ballen und Ferse, gleich
verteilt ist. Am besten mach auch ein paar Probeschwinge und schau, ob du genau da aufkommst, wo du den Schläger aufgesetzt hast, dann stimmt der Abstand. Okay, jetzt Ballposition. Mit dem Eisen 7 solltest du versuchen, den Ball genau in der Mitte der Füße zu haben. Die Schulter und die Breite der Füße sollten ungefähr gleich sein. Wenn du Knieschmerzen haben oder Probleme mit der Hüfte hast, dann würde ich eher sagen, Füße enge zusammen und auf jeden Fall den vorderen Fuß etwas aufdrehen, damit du dich drehen kannst. Aber ansonsten einen schönen, stabilen Stand ist ganz gut. So, das ist die Haltung. Bitte denk daran, beim Greifen den Schläger nicht zu fest zu greifen. Eine ganz lockere Grifffestigkeit ist ganz wichtig beim Stand und während des Schwunges. Locker halten bitte. Meine Erfahrung ist, dass 99% meiner Schüler zu fest halten. So, jetzt reden wir über den Schwung, den du in dieser Stunde machen solltest. Und wirklich nicht mehr, als was ich jetzt gleich zeige. Ich mache erstmal einen Schlag vor. Ich ziele auf die drei Fahnen da hinten. Und das ist, was du gleich machen wirst. Du siehst meine Endposition. Du siehst, wie meine Ferse hochgekommen ist. Und wie weit habe ich ausgeholt? Und das ist jetzt wichtig. Und das ist der erste Anhaltspunkt für dich. Nachdem du den Stand eingenommen hast, hol bitte den Schläger aus, bis das Griffende genau auf den Ball zeigt. Oder leicht innerhalb würde auch gehen. Das ist dann das Ende deines Rückschwunges. Versuch bitte nicht weiter als das auszuholen. Das Gewicht ist leicht auf der rechten Seite, eher auf der Innenseite des rechten Fußes. Und von dieser Position werde ich das Gewicht nach links verlagern, meine Arme senken. Ich werde gucken, dass ich den Ball und das Tee treffe. Ich habe gerade nur den Ball getroffen, fällt mir gerade auf. Nicht gut. Versuch bitte, das Tee auch zu treffen, dann fliegt der Ball nach oben, wenn du das schaffst. Wenn du nur den Ball triffst, wird er meistens ziemlich flach fliegen. Okay, so von dieser Position, Griffende zum Ball. Meine Augen sind die ganze Zeit auf den Ball gerichtet. Verlage ich das Gewicht, strecke meine Arme, treffe Tee und Boden und schwinge voll durch, bis mein Bauch zum Ziel zeigt und bis mein Schläger auf meinen Schulter liegt. Und hier möchte ich richtig posen, bis der Ball aufkommt. Das meine ich wirklich ernst. Es ist wichtig, dass du auf diese Position achtest, weil wenn du hier kommst und ausbalanciert bist, hast du eine sehr gute Chance, im Treffmoment gut zu sein. So, ich mache es noch einmal. Und diesmal schlag das Tee weg. Griffende zum Ball. Und Bauch zeigt zum Ziel. Ich hoffe, dass das... Ich glaube, mein Tee ist einbetoniert. Ich hoffe, dass das langsam aussah und dass der Schwung klein aussah. Weil das ist, was ich möchte, und das ist, was ich möchte, dass du auch tust. Wirklich dir große Mühe geben, wenig auszuholen, nach unten zu schwingen und voll durchzuschwingen. Nur wie weit solltest du jetzt in der ersten Stunde des langen Spiels schlagen? Meine Bälle sind gerade 90 Meter weit gekommen. Und ich denke, 80, 90 Meter ist eine sehr gute Entfernung für die Herren. Oder wenn du eine Dame bist, 60 bis 70 Meter ist wunderbar. Und das wirst du schaffen, wenn du es hinbekommst, den Ball in der Mitte der Schlagfläche zu treffen. Am Sweet Spot. Ich habe bis jetzt noch nicht über die Ausrichtung gesprochen. Das werde ich jetzt gleich tun. Wenn mein Ziel diese drei Fahnen da hinten ist, ist das meine Ballziellinie, die kann ich mir vorstellen. Ich muss schauen,
dass die untere Kante meines Schläges, bitte nicht die obere Kante, genau dahin zeigt, wo ich hin möchte. Dann muss ich gucken, dass meine Füße genau rechtwinklig sind zu dieser Schlagfläche-Linie. Und dann stehe ich richtig. Das wäre falsch und das wäre falsch. Immer das Blatt zum Ziel als erstes ausrichten und dann die Füße zum Blatt. Okay, und noch einmal, Griffende zum Ball, nach unten schwingen und in die Endposition kommen. So, diesmal werde ich ein bisschen weiter schlagen. Okay, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Bitte mach diese Trainingseinheit konsequent durch. Geh nicht zu den nächsten Videos. Es ist ganz wichtig, dass du erstmal diese Dreiviertelschwung trainierst, bis die Bälle wirklich anfangen zu fliegen. Du sahst, wie ruhig mein Kopf blieb. Ich habe den mitgedreht, aber der ist nicht hoch und runter. Und ich habe auch nicht meine Wirbelsäule-Stellung geändert. Stabilität, Rhythmus und genaues Treffen ist jetzt angesagt. Mach das bitte 1-2 Stunden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wenn du es geschafft hast, mehrere Bälle gut wegzubekommen vom Tee mit deinem Eisen 7, also 60, 70 Meter als Dame oder 80, 90 Meter als Herren, dann solltest du so schnell wie möglich vom Boden schlagen. Die Mehrheit der Bälle werden vom Boden gespielt und die Lage können wir uns leider nicht aussuchen. Manchmal liegt der Ball auch ganz schön schlecht. So, wie ist der Schlag anders jetzt, wenn ich den Ball vom Boden spiele? Nicht sehr anders. Ich habe betont, dass du wirklich versuchst, das Tee immer mit wegzuschlagen. Und hier möchte ich einfach dir sagen, schlag bitte den Boden auch, wenn du einen Ball vom Rasen schlagen musst. Der Ball liegt wieder in der Mitte der Füße. Denk wieder an Griffende zum Ball aus Ende deines Rückschwunges. Es ist wirklich wichtig, dass du erstmal deinen Rückschwung kurz behältst. Guck, dass du eine gute Schulterdrehung machst, dass die linke Schulter unter deinem Kinn ist, aber von Gefühl her, also der Arm etwas weiter als parallel Griffende zum Ball. Gewicht ganz leicht auf der rechten Seite. Pass bitte auf, dass du nicht auf die Außenseite des Füßes gehst oder hoch gehst. Deswegen kurz ausholen wird dafür sorgen, dass das alles stimmt. Jetzt von hier möchte ich mein Gewicht verlagern, Ball Boden treffen. Und es ist gut, wenn du die Vorstellung hast, den Ball so flach wie möglich zu schlagen. Warum sage ich das? Wenn du flach denken würdest, würdest du automatisch mehr nach unten schwingen. Wenn du hoch denkst, wenn du unter den Ball kommen denkst, dann ist das Gewicht leicht auf der rechten Seite und dann schaufelt man oder man löffelt. So, bitte Gewicht auf der rechten Seite, nicht zu weit ausholen, nach unten schwingen, gucken, dass deine Wirbelsäule Winkel bleibt, dass du gebückt auch bleibst, Ball Boden. Ja, möchte ich einen schönen Divot machen, ein schönes Loch und in die Endposition kommen. Und nachdem du den Ball getroffen hast, bleib in der Endposition, bis der Ball zur Ruhe kommt. Kann sein, dass ich da zu weit ausgeholt habe, oder? So, parallel Endposition. Und du siehst, wie ich hier ein großes Loch mache. Das Rasenstück sollte bitte immer zurückgelegt werden auf dem Platz. Aber denk daran, ohne Gras- und Bodenkontakt wird der Ball wahrscheinlich nicht hoch genug fliegen. So, bitte wie vom Tee, alles ist gleich, nur hier ein bisschen bewusster Boden mitnehmen, ein bisschen bewusster den Ball vom Gefühl her flach schlagen. Und behalte deinen Rückschwung so kurz wie möglich. Und du wirst mit deinem Eisen 7 zufrieden sein. Das ist ein ganz wichtiger Schläger für den Schlag vom Fairway
nach dem Abschlag. Ich mache jetzt einen Schlag ohne Handgelenk. Der Ball vielleicht schafft es leider nicht und liegt leider im Bunker. In diesem Fall brauchst du einen Pitch. Und Pitchen macht man eher mit den Wedges, also mit Schlägen mit viel Loft. Ich habe hier mein Sandwich mit 56 Grad in der Hand. Was ist ein Pitch? Ich mache einen Pitch vor und dann kannst du erstmal sehen, was ein Pitch ist. Also ein Pitch ist ein halbe bis dreiviertel Schwung mit einem Wedge, also ein kleiner Schwung, der Rückschwung und Durchschwung sehen identisch aus. Und es ist ein Schlag, wo der Ball hochfliegt mit viel Spin und der Ball bleibt relativ schnell liegen. Das ist der Pitch. Okay, so pitchen bitte bei halben Entfernungen, wo du den Ball hochspielen möchtest. So beim Pitch liegt der Ball in der Mitte der Füße. Das ist immer gut. Du kannst natürlich den Ball weiter vorne spielen, um den höher zu bekommen, aber der Ball muss gut liegen. Und hinten kann er auch gerne liegen, wenn du unbedingt Ball dann Boden treffen möchtest, vielleicht im Semiraff. Aber da wird der Ball eher flacher fliegen. So, wenn du Zweifel hast, immer den Ball in der Mitte spielen. Der Loft des Schläges wird den Ball hochkriegen. Da brauchst du nichts Besonderes zu tun. Die Füße nicht ganz Schulterbreite. Gewicht auf beiden Füßen. Ich mag es, meinen linken Fuß immer etwas aufzuhaben und dann ist meine Drehung nach vorne leichter. Was ich bei dir vorschlage bei diesem halben, dreiviertel Schwung, denk einfach linker Arm parallel zum Boden. Denk gar nicht an das Winkeln. Das Winkeln wird von alleine passieren. Und gleichzeitig winkel dich zu viel. Dann verlierst du die Kontrolle. Manchmal sehe ich Golfer, wenn sie pitchen denken, dann fangen sie an, da rumzuknicken mit den Händen. Das ist nicht ein guter Weg. Weniger Handgelenk ist immer besser. Und wahrscheinlich das Wichtigste bei diesem kleinen Schlag ist, den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen. Immer wenn ich meinen Schüler oder meinen Anfänger frage, wann wird der Ball getroffen, in der Abwärtsbewegung oder in der Aufwärtsbewegung, bekomme ich die Antwort, oder fast immer, in der Aufwärtsbewegung. Das ist sehr logisch, aber falsch. Du musst bei diesem Schlag dich zwingen, das Gewicht nach links zu verlagern und den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen. Ein kleines Loch jetzt machen ist gar nicht verkehrt. So, Ball in der Mitte, linker Arm parallel zum Boden und dann genauso weit durchschwingen, wie du ausgeholt hast. Und bitte in eine schön ausbalancierte Position enden mit Bauch zum Ziel. Gewicht ist links, rechte Ferse ist oben. Und ich habe genauso weit durchgeschwungen, wie ich ausgeholt habe. Das ist der Pitch. Der Bunkerschlag ist oft ein Angstschlag für viele Golfer. Das liegt oft an dieser bösen Kante. Das sieht optisch so schwierig. Und was leider dann passiert, ist, dass man ganz merkwürdige Dinge tut, um den Ball rauszubekommen. Man macht mit den Händen oder man schaufelt und der Ball kommt einfach nicht raus. Und es kann ziemlich frustrierend sein. Aber du kannst es schaffen. Und es wird wahrscheinlich der Fall sein, dass du in deiner Platzreifeprüfung im Bunker liegen wirst. So damit du, wenn du so einen Schlag hast, ähnlich wie ich jetzt tue, aus dem Bunker kommen kannst, ist es wichtig, dass du auf folgende Art und Weise trainierst. Als erstes mal eine Linie. Das ist schön, im Bunker kann man schön malen. Die Linie muss genau in der Mitte deiner Füße sein. Und sehr wichtig, welche Schläge du nimmst, nimm mal bitte ein Sandwich. Das Sandwich wird dafür sorgen, dass der Ball hoch fliegt. Der Schläger hat sehr viel Luft. Du musst nur trauen, dass du nach unten schwingst und dass du diese Linie triffst. Und die Linie ist genau in der Mitte meiner Füße. So, das muss ein paar Mal geübt werden. Oh, das war zu früh. Das war besser.
Das war gut. Wirklich 10 bis 20 Schwünge machen ohne Ball. Einfach diese Linie berühren. Und dann gehst du zum Ball und die Linie muss immer noch in der Mitte der Füße sein. Der Ball muss aber leicht vorne sein. Steh bitte breiter als normal mit deinen Händen schön tief. Also du musst dich hier schön bücken. Und mein Ziel jetzt ist wieder die Linie zu treffen. Der Ball interessiert mich nicht. Ich werde versuchen, einen richtig guten Bunkerschlag zu machen und auf die linke Seite zu kommen. Okay, so. Ich achte auf die Linie und auf einen richtig schönen Schwung. Und der Ball ist da. Wie stark sollte man schwingen? Du solltest so stark schwingen, als ob du einen 60 Meter Schlag machen möchtest. So relativ viel Geschwindigkeit wird hier gebraucht, weil der Sand natürlich den Schläger sehr bremst. Aber mach das jetzt eine ganze Stunde lang, also viele Probeschwinge ohne Ball und dann mit Ball. Und bitte gucke, dass du jedes Mal das Gewicht vorne hast. Ballposition immer etwas links von der Mitte. Es kann auch sein, dass dein Ball irgendwo so liegt, ganz dicht an der Kante. Wenn das dir passieren sollte, versuch so gerade wie möglich zu stehen und schwing so stark wie möglich nach unten. Dieses nach unten schwingen ist das A und O am Anfang im Bunker für Anfänger. Ich habe vor ein paar Jahren auf einer Golfreise habe ich eine Schülerin Bunkerschläge beigebracht. Sie hat noch nie einen Bunkerschlag gemacht und dann habe ich ihr gesagt, dass sie nach unten schwingen sollte. So, falls du zweifelst, nachdem du aber diese Übung gemacht hast und die Bälle kommen nicht raus, schau bitte unbedingt dieses Video an und dann wirst du ganz sicher aus dem Bunker kommen. Okay, so viel Erfolg auf dem Platz im Bunker. Du musst wirklich selbstbewusst da reingehen und entschlossen nach unten schwingen und in die Endposition kommen. Denk daran, einen guten Schwung zu machen. Der muss so schön wie möglich aussehen. So, jetzt werden wir Spaß haben. Es geht um den ersten Schlag, den Abschlag. Da möchten wir möglichst etwas mehr Länge gewinnen, aber trotzdem gerade ausschlagen. Ich denke, dass es am besten ist, wenn man in der Platzreifeprüfung und sowieso in den ersten Wochen der Golfkarriere eher mit Eisen schlägt. Ich werde gleich als Bonus den Driverschwung vorstellen und vielleicht kannst du das ein bisschen ausprobieren. Und vielleicht gibt es auch Fairways auf deinem Platz, wo es so breit ist, dass es sogar sich lohnt, mit dem Driver zu spielen. Aber wenn nicht und wenn du dich nicht ganz sicher fühlst beim vollen Schwung, nimm mal bitte lieber ein Eisen vom Tee. Nur wir haben mit Eisen 7 bislang in diesem Kurs geübt und das wirst du auch hier in unserem Platzreife viel mit den kürzeren Eisen, also Pitching Wedge 9, 8, 7 schlagen. Habe ich hier ein Eisen 6 diesmal in der Hand. Man kann auch ein Eisen 5 nehmen, aber Eisen 6 und 5 ist ein super Abschlagschläger. Ich werde jetzt ein Tee benutzen. Damit ich den Ball ein bisschen in die Luft auch heben kann, spiele ich den jetzt auch ein bisschen weiter links im Stand. So, wenn du Rechtshänder bist, bitte schau mal, dass der Ball gegenüber des Herzens liegt. Die Füße jetzt ein bisschen breiter, also Schulterbreite passt. Und natürlich musst du auch jetzt etwas weiter weg vom Ball stehen. Nun, da möchte ich was sagen zum Abstand zum Ball. Wie weit weg sollten wir vom Ball stehen? Nun, wir haben den Stand zusammen geübt und so haben wir herausgefunden, wie weit weg wir vom Ball stehen sollten. Übrigens, falls du dieses Teil des Kurses, also dieses Videos noch nicht gesehen hast, geh mal bitte zurück und schau mal Haltung an und Standposition. Aber es gibt einen anderen ganz praktischen Weg, den richtigen Abstand zu finden vom Ball. Und es geht so. Ich mache es von dieser Perspektive.
Mach mal erstmal einen Probeschwung, steh weit genug weg vom Ball und schau, wo du den Boden berührst. Okay, da habe ich den Boden berührt. Das ist mein natürlicher Abstand. So weit sollte ich immer vom Ball stehen. So dieses Stück hier von da nach da muss ich mit meinen Füßen nach vorne. Und dann passt der Abstand. Denk bitte daran, wenn du auf dem Platz bist, an dem Abschlag darf man keine Probeschwünge machen. Oder da sollte man wirklich versuchen, den Boden da zu schonen. Wenn du einen Schlag machst vom Ball, mit Ball, dann darfst du natürlich den Boden mitnehmen. Aber erstmal als Anfänger, mach bitte lieber keine Probeschwünge am Abschlag, lieber außerhalb des Abschlags tun. Okay, jetzt schlage ich einen Ball und mein Ziel ist jetzt nur den Ball zu treffen, den Ball da sauber weg vom Tee zu schlagen. Und hier sind ein paar Tipps. Oft ist es so, da der Golfer den Ball weit schlagen möchte, schwingt er besonders schnell, wenn der Ball aufgeteet ist. Das ist nicht notwendig. Ja, müssen wir wieder den Schläger die Arbeit machen lassen. Das Eisen 6 oder 5 ist länger als ein Eisen 7, wie du weißt. Und das bedeutet, dass ich automatisch mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit habe. Ich muss nicht schneller schwingen. So, wenn du es schaffen kannst, den Ball am Sweet Spot zu treffen mit diesem Schläger, du wirst sehr, sehr glücklich mit der Länge sein. Versprochen. Okay, so ich werde ihr daran denken, mich voll aufzudrehen. Und ja, darf der Rückschwung ein Tick weiter sein. Achte darauf, dass dein Rücken zu dem Ziel zeigt, im höchsten Punkt des Schwunges. Aber schau, was mit meiner Wirbelsäulewinkel passiert ist. Der ist gleich geblieben. Und auch von der hinteren Perspektive bleibe ich gebückt. Okay, so ich drehe mich voll auf. Du merkst, mein linker Arm ist nur etwas oberhalb vom Parallel. Ich bin nicht da oben. Hier habe ich mehr Kontrolle. Und dann von hier versuch immer den Abschwung hier ruhiger zu starten. Das ist so wichtig, dass du hier nicht zu schnell bist. Weil wenn du zu schnell am Anfang des Abschwungs bist, dann geht der Schläger in diese Richtung und man hackt. So, ich werde jetzt einen Ball schlagen mit diesen paar Gedanken. Zuerst mal Ball vorne, Schulter unter dem Kinn, also Rücken zum Ziel, ruhig den Abschwung starten und dann wird der Schläger die Arbeit machen. Und du merktest, du hast bestimmt gehört, der Kontakt war super und der Ball ist schön geflogen. Ich habe mein Tee gebrochen. Das ist ein gutes Zeichen. Du solltest Ball und Tee wegschlagen. So, noch einmal. Gut aufdrehen. Langsam starten. Und in eine schöne Endposition kommen. Und da bleiben bitte, bis der Ball aufkommt. Okay, langsam sind wir für den Platz bereit. Ich schlage vor, wir gehen jetzt im nächsten Teil auf den Platz. Für den Fall, dass du die Möglichkeit hast, auf den Platz zu gehen und zu trainieren, das ist natürlich schwierig, wenn man noch nicht platzreifer hat, aber vielleicht gibt es einen öffentlichen Golfplatz, wo du auf den Platz gehen kannst, dann bitte versuch mal so zu trainieren. Als erstes den Schläger nehmen, mit dem du das Fairway treffen kannst. So, ich denke, ein Eisen 5 oder ein Eisen 6 ist sehr gut. Aber wenn du am besten mit deinem Eisen 7 klarkommst, weil du mit dem am meisten geübt hast, nimm mal bitte das Eisen 7 vom Tee. Wenn man ihn gut trifft, ist die Länge auf jeden Fall ausreichend. So, als erstes das Aufteen. Eine Fingerbreite, so hoch muss der Ball aufgeteet werden. Und dann ist es wichtig, dass du einen Probeschwung machst. Aber, wie du weißt, man sollte auf jeden Fall den Boden hier schonen. So, wenn du einen Probeschwung machen möchtest, geh bitte außerhalb des Abschlages und mach deinen Probeschwung. Ich denke, zur Seite ist besser. Ich stehe jetzt nur vorne wegen der Kamera.
Und wenn du deinen Probeschwung machst, bitte, der Schlag oder der Probeschwung sollte genauso aussehen wie der Schlag mit dem Ball, also gleiche Geschwindigkeit. Und schau, ob du den Punkt, wo du deinen Schläger aufgesetzt hast, ob du den auch triffst. Meistens hat man Zeit nur für einen Probeschwung, Maximum zwei. Okay, ich habe jetzt ein gutes Gefühl da gehabt beim Probeschwung und dieses Gefühl werde ich versuchen mit dem Ball zu produzieren. Die Ausrichtung ist sehr wichtig bei jedem Schlag und am Abschlag natürlich auch. Zum Glück muss man nicht schnurgerade, das Fairway ist auch ziemlich breit, aber ich werde jetzt genau mittig zielen, so ich stehe hinter dem Ball, ich merke mir eine Linie vom Ziel zum Ball. Jetzt richte ich den Schläger zu dieser Linie aus und dann meine Füße zum Schlägerblatt, dass ich einen Rechtwinkel hier bilde. Jetzt weiß ich, dass ich richtig stehe. Ich habe immer noch das Gefühl vom Probeschwung und ich versuche jetzt, das zu wiederholen. Und ich werde jetzt nicht nur versuchen, den Ball zu treffen, sondern auch das Tee. Weil wenn du das Tee triffst, hast du eine gute Chance, dass der Ball fliegt. Rhythmus ist wichtig, nicht zu schnell schwingen, so gleichmäßig wie möglich und in eine schöne Endposition kommen. Und bitte bleib in dieser Position, bis der Ball aufkommt. Wenn du am Ende gut stehst, wird das dann wirklich helfen, dass du im Treffmoment gut bist. Wenn du da gut bist, bist du ganz sicher auch ja gut. Okay, jetzt gehen wir mal zum Fairway, zum Ball. Es ist wichtig, dass du noch nicht Profi bist. Du hast noch nicht ein Handicap unter 10. So, ich spiele jetzt ein Par 4, das ist Loch 7 auf dem Schlossplatz hier in Lüttesburg. Und wenn ich mit dem vierten Schlag auf dem Grün bin und dann zwei oder drei Putts mache, dann spiele ich mein Handicap. Weil mit Handicap 54, und das wird das erste Handicap, was du bekommen wirst, ist 3 über Par, also 7 ja, genau dein Par. Okay, so, lass uns weiter. So, jetzt ist es Zeit, mit Eisen 7 oder Eisen 8 weiter zu machen. Ich habe Wasser zwischen Grün und mir und wenn ich anfange, Golf zu spielen, sollte ich das Angreifen erstmal lassen. Sicher spielen, es reicht, einen schönen lockeren Schwung und einen 80 bis 100 Meter Ball nach vorne. Bodenkontakt ist wichtig, nach unten schwingen ist richtig, Gewicht verlagern ist wichtig. Wirklich versuchen, deinen Körperwinkel beizubehalten, nicht hoch und runter. Und Hauptziel ist jetzt, den Boden zu streicheln und wieder ausbalanciert stehen. Wenn du es schaffen kannst, 3-4 Mal 70 Meter plus zu schlagen, wirst du auf jeden Fall, auf jedem Par 4 und Par 5 klarkommen. So, wenn man in der Nähe des Lochs ist, da ist meine Fahne mit schönem Wasser dazwischen, unbedingt schauen, wo die 100 Meter Markierung ist. So, hier ist die 100 Meter Markierung und dieser ein Ring, und das ist auf den meisten Plätzen in Deutschland so, ein Ring bedeutet 100 Meter. Da hinten ist ein Pfosten mit zwei Ringen, das ist 150. So, wenn das die, und das ist übrigens zum Grünanfang gemessen, so wenn die 100 da ist und das Grün da, dann habe ich circa 90 Meter zur Fahne, weil ja, zum Grünanfang ist es gemessen, die Fahne ist genau in der Mitte. So, ich werde jetzt meinen Schläger nehmen für 90 Meter. Bei mir ist es das Gap Wedge, aber bei dir könnte es das Eisen 7 sein. Es könnte sogar sein, dass du jetzt das Grün nicht angreifen kannst, wegen des Wassers. Dann lieg einfach vor. Du hast das große Plus, dass dein Handicap sehr hoch ist und du musst nicht weit schlagen.
nur Ball und Boden treffen und einigermaßen geradeaus. Aber ich werde jetzt versuchen, aufs Grün zu kommen. Das Wasser ist vor mir und der Kopf spielt natürlich hier mit. Was tun wir, wenn wir Wasser vor uns haben? Wir entweder schaufeln wir oder wir versuchen mit den Händen den Ball hochzubekommen. Aber ich werde jetzt nicht an hochdenken. Ich werde stattdessen versuchen, den Ball in der Abwärtsbewegung zu treffen und mich in die Endposition zu bringen. Okay, der Probeschwung würde ich auf jeden Fall tun, weil das hilft mir herauszufinden, ob ich einen guten Schwung gemacht habe und wie weit weg vom Ball ich stehen sollte. So, hier mache ich meinen Probeschwung. Genau da habe ich den Boden berührt. Jetzt dieses Stück muss ich mit meinen Füßen nach vorne. Bitte nicht vergessen, dich richtig auszurichten. Blatt, dann Füße. Okay, und durch Training auf der Range wirst du herausfinden, wie weit du mit jedem Schläger schlägst. Klar, du wirst nicht jedes Mal den Ball gut treffen, aber geh davon aus, dass du einen Ball gut triffst. Dann weißt du, welche Schläge du nehmen solltest. So, ich schlage diesen Schläger 100 Meter, es ist aber 90 Meter. So, ich werde jetzt etwas weicher aus der Marsch schwingen. Du merkst, ich habe ein großes Loch gemacht. Mein Ball liegt auf dem Grün. Und bitte vergiss nicht, die Rasenstücke zurückzulegen. Die Divots müssen repariert werden. Wenn ich den wieder reindrücke mit meinen Füßen, nach ein paar Tagen ist es wieder heil. Sonst gibt es ein ekliges Loch zu sehen. Okay, lass uns putten. So, nachdem du deine Pitchmarke entfernt hast und auch die von anderen Golfern, ist es Zeit, den Ball so nah wie möglich ins Loch zu putten. Wirklich, denk nicht an Einlochen, wenn du einen längeren Putt hast. Denk einfach so nah wie möglich ran putten. Und damit der zweite Putt so kurz wie möglich ist. Weil wenn du es schaffen kannst, mit zwei Putts im Schnitt einzulochen, oh, dann bist du weit vor deinen Gegnern. Und viele versuchen hier gleich einzulochen. So, bitte an Länge denken. So, während ich meine Probeschwünge mache, schaue ich auch zum Loch, mehrmals, um ein Gefühl für die Länge zu bekommen. Bitte, es ist wichtig, dass man zum Loch auch schaut. So, ich möchte den Ball nur dicht ans Loch spielen. Und jetzt, da der nah genug am Loch liegt, kann ich den relativ leicht einlochen. Und ich habe meinen Zweipatz. Okay, das war ein Beispiel Loch. Ein paar wichtige Punkte. Und wenn du die Gelegenheit hast, geh auf den Platz. Wenn nicht, wirst du auf jeden Fall die Chance bekommen in deinen Platzreiferkurs. Wir gehen ja mit unseren Schülern auf den Platz und wir spielen 9 Löcher und bereite sie so richtig für die Prüfung vor. Und ich denke, das ist in anderen Clubs genauso. So, das war der Kurs. Das ist die Vorbereitung für die Platzreifeprüfung. Ich finde es super, dass du bis zum Ende geschaut hast. Ich denke, dass du jetzt so bereit bist für deinen Platzreifekurs. Und ich wünsche dir wirklich viel, viel Spaß beim Lernen, bei der Prüfung. Das soll einfach locker sein. Da brauchst du gar keine Angst zu haben, weil du hast dich richtig vorbereitet. Und eine schöne Golfkarriere wünsche ich dir auch. Tschüss.